Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Let's Play Endless Projekt bei mir am Start und zwar, auch bei mir. Ja, und auch bei Tizzle, denn wir spielen Killing Floor und es leckt bei mir. Jesus, ich finde das herrlich, aber es ist immer noch spielbar hier. So, zu dem Spiel werde ich jetzt großartig nichts erklären, denn habe ich keine Lust zu. Das ist halt einfach nur reiner Überlebensinstinkt hier, Urin stinkt. Ja, ja, gibt keine Story, gibt nichts. Ja. Aber du bist ja schon am Ballern, ich suche hier noch Zombies. Lass mal Richtung Haus laufen, oder was? Ja, den kommen noch welche Penner. Ah, ich laufe jetzt Richtung Haus, lass ich jetzt alleine, man. Okay. Ihr habt jetzt bei mir den Headshot gesehen und das Game macht immer mal wieder Bullet Time. Ich weiß, keiner weiß, wie das Ding das macht oder wieso auch immer. Ja. Es passiert einfach. Oh, witch. Motherfucker. Das Game gibt jetzt momentan, ich weiß gar nicht, bis wann ist denn das? Da steht Freitag 1 Uhr, ist das ja, heute 1 Uhr oder? Ist das günstig bei Steam, aber lohnt sich auch für 18 Euro zu kaufen. Es wird sich auch in Zukunft lohnen, wenn ihr mit mir zusammen uns Barracks zocken wollt. Ja, also das Game hier wird auf jeden Fall öfters bei mir in der Let's Play Endless Reihe vorkommen. Und genug Maps sind definitiv da, ja, zum zeigen. Ja, es wird immer oft genug Upgrades gemacht und ich glaube, du hast den Server, glaube ich, wieder auf Easy gehauen, ne? Kann Fuck das ja. Ja, ja. Gut, ja. Dann spielen wir jetzt auf Easy hier. Okay, den ersten Part vielleicht oder so, vielleicht. Ja. Boah. Oh, was ist hier los, Alter? Ja, wo sind sie denn jetzt? Ach, da, oder? Hier kommen sie, die ganzen Penner. Und das Ziel ist es natürlich, jedem Zombie einfach in den Kopf zu hauen und das zu überleben. Es gibt natürlich auch solche fiesen Fettsäcke wieder und uns Bricks hilft mir einfach nicht. Ja, ich war gerade am Nachladen, Mann. Es gibt natürlich auch verschiedene Klassen. Ich bin jetzt hier Scharfschütze. Barracks ist Ingenieur, glaube ich. Nope. Warte. Kann ich sagen, was ist Ingenieur? Ist der Ingenieur? Ich bin ein Support-Spezialist, mein Freund. Achso, okay. Ja, jetzt können wir uns hier Waffen kaufen. Ich habe jetzt $986. Ich werde natürlich jetzt Shotgun. Ein Unterhebtier kaufen. Keine Ahnung, was immer das auch heißen soll. Ist eine Pumpgun eigentlich auf gut Deutsch. So. Und die sollte eigentlich auch reichen. Bist du denn wie ein Flieger? Fliegermütze, du. So, jetzt müssen wir eine Minute verharren. Das ist voll doof von mir gewesen, das auf Easy zu stellen. Ja, auf Easy ist es leider wirklich zu einfach, muss man sagen. Komm, wir gehen hier in die Hütte und verbarrikadieren uns hier. Okay. Also es ist ähnlich wie Left 4 Dead, nur halt ohne... Ja, ich weiß nicht, ob man es mit Left 4 Dead hier vergleichen könnte. Ja, ein bisschen. Also gut, es ist eigentlich ist es doch ein wirklich kompetentes Game, muss man ja sagen. Kann man von der Seite auch zumachen? Ja. Dann sind wir jetzt hier bei den Kühen. Wir sind Muslime, deswegen bei den Kühen und nicht bei den Schweinen. Ich hab mich selber ausgesperrt, verdammte Scheiße. Ja, warte, ich mach dann zu. So, und derweil können wir dann halt hier erstmal... Na komm, mach zu das Ding. Los mit der Tür. Ey! Fuck you, Alter! Jetzt, so. So, man kann so ein Ding halt dann zuschweißen. Warum kommt bei mir jetzt nicht hier irgendwie... Ja, jetzt zeigt das mir an. So, jetzt müssen wir noch 13 Sekunden warten, da kommt der nächste Zombie-Marsch. Ja, die nächste Wave, und dann schießt der Kuh hier in den Kopf. Passiert da was mit der Kuh? Ich glaube, meine Munition nicht besser ist. Wie sie ist das noch kein Problem. Ja, ich glaube auch. Aber damit die Leute erstmal klarkommen und wir nicht direkt fehlen. Okay, ich höre die Viecher, hört ihr die? Ich höre sie ganz gut. Was machst du denn mit mir, Kerl? Ich habe dich gespritzt, man. Mit der Heilung oder was? Wieso? Hier, weil ich kann. Okay, die greifen schon bei mir, glaube ich, hier die Tür an. Aber bleib du bei der, ich bleib bei dir. Ja. So, man kann sich halt immer in Räume, in Häusern, in sonst was verbarrikadieren, ist ganz cool gemacht. So kann man sich halt ein bisschen vorbereiten oder... Ja. Und das ist, ich und Spirax haben schon zu 6 war das, ne? Ja, genau, wir haben bis zu maximal 6 Leuten hier gespielt und da waren es auch schon locker über, ja, so über 100 auf jeden Fall, ab der dritten Wave schon. Und also das ich glaube schon fast 200 waren es. So, jetzt werden bei mir die Tür auch angekratzt. Bei mir ist die Tür gleich offen, aber ist kein Problem. Ja, bei mir auch nicht. Ich denke, ich helfe dir mal, weil ich will ein bisschen Action haben hier. Okay, aber jetzt schweiße ich die Tür. Man schweißt immer die Tür zu und danach wirft man eigentlich im Grunde fast immer eine Granate, damit man halt immer so viel wie möglich... Oh, ich habe schon so einen Stärkling gehabt, aber der ist auch dead. So, jetzt sollen sie einfach mal alle anplatzen hier. Oh, ich habe... Oh, da kommt... Oh, das ist auch so eine Art Zombie, ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Schrecke oder was? Ein Jumper nennen sich die Dinger. Ich glaube, das ist ein Crawler, ich weiß nicht mehr genau, wie es in der Beschreibung hieß. Aber ich nenne sie halt auch liebevoll mal Jumper, weil diese Bastarde mal rumspringen. Boah, jetzt muss ich hier nachladen, das ist ganz doof gerade. Ach, das geht, auf easy, dann Scheiß, kannst du die auch. Was ist bei dir los, Mann? Oh,
dieses Switch, Alter. Deswegen sehe ich nichts mehr und höre nichts mehr. So. Boah, bisschen nachladen. Über Pumpgun ist echt meine Waffe. Da schieße ich lieber mit meiner Armbrust weiter in so um die Gegend. So, zwei Wellen noch und dann können wir uns eigentlich schon mal Richtung Shop bewegen. Ja. Und das Level ist hier ganz cool gemacht, finde ich, und mit diesen Farmen. Oh ja. Viele Leute, die Farm Frenzy lieben, die mögen das hier nicht. Oh ja, es ist, man könnte es irgendwie fast dasselbe. Ja, man muss ja auch Zombies. Auch vom Gameplay her, ja. Wo ist jetzt? Wie weit ist denn der Shop weg, bitte? Wo soll denn der sein, bitte? Vor allen Dingen, ich komme auch hinter uns irgendwie. Ah, da kommen die letzten beiden. Komm, Arte! Au! Oh, what the fuck? So. Fast in die Luft gejagt hier. Jetzt haben wir uns wenigstens, dass die Zeit gleich umgeht, damit wir nicht doof rumstehen, habe ich die schon mal platt gemacht. Ja. War, glaube ich, ganz. So, und auf Easy, wie ihr seht, bekommen wir rechts unten einmal ordentlich viel Kohle. Das ist auf Normal komplett anders. Auf Easy ist das wirklich, wirklich easy going. Auf Normal ist das Ganze schon eine andere Geschichte. Ja. Weil auf Normal, da bekommen wir nicht allzu viel Geld. Die Zombies sind um einiges stärker, halten mehr aus. Und es ist halt. Ja, doch schon dann recht schwierig hier. So, die Knarre, die brauche ich nicht, die verkaufe ich dann. Hier lade ich mal nach. Die Comet Shop. Wie viel bekomme ich dann, wenn ich die hier? So, ich bin auch im Shop, endlich. Ist ja aber alles hier. Das kaufe ich noch Granate, kaufe mir noch eine, ich kaufe mir Munition. Und ich kaufe mir. Was ist das, Alter? Was denn? M14 EBR, was ist das? Steht da auch nichts, keine Beschreibung, nichts, ne? Nö. Nö. Ich kaufe mir jetzt einfach die hier. Schön, mein Game leckt und hat sich gerade aufgehangen, glaube ich. Das ist ja sehr prof vom Feinsten hier. Ja, ich glaube, mein Game hat sich aufgehangen. Ja. Bei dir auch? Ich kann dich auf jeden Fall nicht mehr heilen, ich spritzen gar nicht. Ich bin wieder back in the game. Oh, ja, jetzt bist du ja. Ah, du bist wieder back in the game, man. Das war jetzt nicht. Holy shit. Oh, was ist das für ein Knallergewehr hier? Okay, ich muss schnell was verkaufen. Ah, lass dir Zeit, man. Wieso kann ich meine Waffe nicht wechseln? Was ist jetzt los hier? Ich kaufe mir so eine doppelte Knarre hier, so ein Passat. So, ich gehe schnell aus dem Laden raus, weil in 5 Sekunden geht's wieder back. An die Front hier. Alter, ich kann keine Waffe mehr auswählen. Ich bin voll am Arsch, Mann. Wieso? Du bist. Keine Ahnung, irgendwie leckt das bei mir übelst rum. Und ich glaube, es hat gerade mit deinem plötzlichen Verschwinden zu tun. Ich laufe die ganze Zeit mit meiner dämlichen Heal-Waffe rum und. Wie läufst du mit dem. Hast du Dynamit, Alter? Ist es ne? Ah, jetzt kann ich wieder. Yeah, oh, da war ein Unsichtbarer. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich hab dich aus Versehen in den Kopf geballert. Oh, die Waffe hat die auch. Das ist toll. Ich hab meine Fresse. Mein Zombie ist einfach in Luft aufgelöst, nachdem ich ihn erschossen hab. Mein Ping ist eigentlich supi. Okay, hier. Wo sieht man den Ping denn? Ah, was ist das jetzt? Mit Tab. Ich hab 0 Ping. Ist das gut oder? Ja. Perfekt. Ist auch mein so, Server. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal, also beim nächsten Aufnehmen von Killing Floor dafür sorgen, dass das Game halt weniger leckt, aber ich bin jetzt zu voll, jetzt noch ein bisschen an den Altsteinen rumzufuchteln. Ich jetzt gerade auch. Deswegen. Aber deswegen müssen wir jetzt mit dem Leck hier einfach leben. Ist ja nur der eine Part, den ihr so sehen müsst. Ja. Und es sind halt noch mit 4 Waves. Das ist ganz easy. Ja, eben easy going. Naja, machen wir jetzt aus dem ganzen Leck. Normalerweise läuft das Game, jetzt muss ich sagen, auf komplett hohe Einstellung, aber Fraps haut meinen Rechner so runter. Das ist so pervers mit dem scheiß Programm. Bei mir seht ihr, Alter, jetzt aktiviert sich der fucking Bully. Bullet Time wieder. Der Bully. Der Bully aktiviert sich wieder. In your face, in your face. Ach, ja, jetzt können wir auch gleich wieder los rein hier. Na, ball einfach zu mich ab, damit die Zeit umgeht. Ja. Okay. 8 Stück fehlen nachher, das ist wieder so ein Screamer, Alter. Pissen hier. Ja, Achievement. Hier sieht man natürlich auch ab und zu mal solche Waffen rumliegen oder Items rumliegen. Oh, was war das? Oh, Blitze. Und das editiert einen natürlich ganz doll beim Ziehen, wie ihr jetzt gesehen habt. Ja, die Blitze, die habe ich bei mir nicht, weil ich musste ja, habe ich vorher einige Wettereffekte und alles reingehauen, rausgehauen, weil so prall ist ja mein Laptop immer noch nicht. Okay, ich glaube, hier dürfte noch irgendwo einer. Ja, Junggurken. Aber ich glaube, der ist hinter dir her. Das glaube ich nicht. Das bei mir ist nämlich keiner, ich auch nichts. Nö, ich an sich auch nicht. Ach, da ist die Schlampe. Ist auch beim Shop hier. Ist schon da? Ja. Dann aktiviert sich der Shop in wenigen Sekunden. Und zwar jetzt. Shop is open, boys.
So, ich verkaufe jetzt diese Waffe hier, damit ich meine schöne Waffe hier. Die AAA-12 Shotgun, das ist für mich die schönste Waffe. Jetzt gerade liegt es bei mir gerade wieder übertrieben. Bei ja, mir ist ich merke das. Down. Ich merke das. Ich kann meine hier Rüstung 1000 mal kaufen hier. Ach du Scheiße. Oh, bei mir ist wieder da. Yep. Ich habe jemanden husten gehört. Ich glaube, die Zombies sind bei dir im Zimmer. Ja. Ich habe momentan mittlerweile so ein kleines leichtes Problem, nach diesem Film auf Zombies zu schießen, weil ich denke, die haben auch Gefühle. Ein Deadhead-Superfilm. So, hallo. Hallo. Halt still. Ja, dann schick mir jetzt ein Arschloch, Otakon. So. Ich kann mir jetzt eine Rohrbombe kaufen, was ich natürlich nicht tue. Ich werde mir jetzt erstmal... Hallo, kannst du mal aufhören zu ballern da? Hallo. Feuerwehr! Frohes Neues, Arschlecken, Arschlecken-Feuerwerk, hast du mir noch nie getroffen. So, jetzt machen wir ein bisschen Action hier. Ich nehme mal eine bessere Waffe und jetzt ist schon wieder hier am... Oh. Es ist echt bei mir gerade ein bisschen krass am Rumlegen, ey. Ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass ich gerade, ne? Dass du was? Bist du gerade schon wieder am Rendern oder was? Nee, illegal. Ah. Das ist ja ein super Stichwort. Ja, ich bin illegal am Server bauen. So, ich verpiss mich jetzt hier einfach mal ins Haus. Ich komm zu dir hin. Nee, hau mal ab da. Ey, ich komme. Ach toll, jetzt hab ich mein Schweißgerät nicht rechtzeitig rausholen können. Das ist ja, das sagst du auch mal deiner Freundin, wenn ich dich kenne. Ich hol mein Schweißgerät, ich schweiß mal zu oder die Scheiße. Schweißt du die Scheiße zu? Ich will die gar nicht zuschweißen, ich warte bis sie kommen. Look at us, steht da. Und da ist eine Badewanne mit. Nämlich ein. Ist das Menschenteile oder so? Ups, was haben wir denn, ne? Holy shit. So, das ist hier ein sehr harter Gefährte, der Typ. Natürlich nur auf normal, auf easy ist das Ding. Gar kein Problem. Ja, ist nicht so eine hohe Bedrohung hier. Hier kann man auch nur eine Schach spielen als Minigame. Boah, da. So. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf eigentlich so? 12 Minuten. Gut, dann passt das gleich eigentlich mit dem Part auch eigentlich. Ja, das könnte wirklich gut passen. Ich mach mal alle fertig hier eben. Ja, ich hau mal auch mal ein bisschen rein hier. Ja. Da werde ich das nächste Mal dafür sorgen, dass es hier nicht ganz so rumleckt, weil dann schieße ich auch einige besser. Okay. So, 23, 22, 21 sind es noch. Matthias macht gute Arbeit, merke ich gerade. Ah, kommt nichts mehr. Also bei mir ist Flaute. Bei mir ist Action pur gewesen. Ist immer noch. Das ist ja gut. Boah, jetzt habe ich dieser Crackbitch einfach mal in den Kopf geschossen. So, ich glaube, wir können schon mal langsam Richtung Shop bewegen. Ja, wenn die... Wow, 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 was war das? Der Fixer da vorne. Oh. Toll, beim Nachnamen Bullet Time ist immer voll beschissen. So, ich renn schon mal vor. Ja, ich glaube auch. Ups, Touchpad da, scheiß Laptop. So. Und natürlich nehmen wir immer das Messer in Hand, damit wir schneller sind. Ja, Counter-Strike-like. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das Spiel so schnell wie möglich zuzulegen. Ich weiß nicht, wann dieser Part oben ist. Kann sein, dass wenn er oben ist, das Angebot schon längst verflogen ist. Aber auch so kann ich euch das Spiel... ja, sich empfehlen. Genau. Weil es hat schon so seine Höhepunkte und es ist halt einfach nur wirklich cheesy. Also, mir macht's echt eine Menge Spaß. Und den Lubu, den lieben Herrn Lubu auch. Weiß ich auch so. Lubu ist behindert. Wieso? Ich hab's nur gesagt, ne? Weil wir nie zum Aufnehmen kommen. Ja. So, ich hab mir 1000 Millionen Waffen gekauft jetzt. Jetzt hab ich eine Machete, ich hab jetzt Rohrbombe. Ich hab so ein geiles Schwert und damit hau ich jetzt den nächsten Penner da weg. Jetzt kommt der Boss gleich, ne? Jetzt kommt schon, der Boss eigentlich. Ja, letzte Wave, naja, dann kommt der Boss, ja gut, dann lohnt sich das mit dem Messer nicht. Dann hol ich ihn hier mit weg. Ich hab auch, ihn auch hier mit weg. Ich hau dich hier mit weg. Was hast du denn da für eine Scheiße? Ja, ich schieß auch mal mit meiner. Warum explodiert das nicht? Die Waffe ist trocken. Ist da irgendwas bei dir gerade explodiert? Nö. Das Game ist strange. Oh! Jetzt ist aber. Was ist hier passiert zum Teufel? Ich schmeiß Granaten um mich. Achso. Man. Wow, Alter. So. Ah, da ist er.
Nemesis is back in the game, Alter. Was ist los, Alter? Was hat er wie ein komisches Loch im Bauch, ey? Was ist mit ihm los, ey? Keine Ahnung. Siehst du den Typen schon? Nö. Na ja, kommt aber mal zu uns. Wir können eigentlich uns ins Haus stellen oder so warten, bis er da ist. Hallo? 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 Ich hüpfe auch noch ein bisschen, damit er mich vielleicht sieht. Guck das doch auf mal. So. Vielleicht sieht er dich dann. Und da hinten sind nämlich Lichter am Leuchten. Ich warte ja irgendwo, aber ich finde den gerade nicht. Normalerweise kommt der eigentlich mal in unsere Richtung. Hast du ihn? Oh, da ist er. Und das war's, glaube ich. Ui, nur ein Feuerwerk. Die Sau ist down und da fliegt der Kopf. Und alles andere von ihm. Und wir haben es geschafft. Ja. Und so ungefähr sieht Killing Floor aus. Also nächstes Mal spielen Matthias und ich auf normal. Da ist auch ein bisschen mehr Problematik dann bei uns beiden angesagt. Definitiv. Und mehr taktisches Können. Und alles so, ich disconnecte hier einfach mal ganz kurz. Ja, mach das mal. Damit ich mal ein bisschen Ruhe machen kann hier. So, so ganz kurz die Audio-Funktion, Burps, so. Und ja, das, liebe Leute, das ist ein kurzer Einblick, ja gut, ein kurzer Einblick, der knapp 17, 16 Minuten da gedauert hat, von Killing Floor. Also wie gesagt, das wird ein kommendes, dauerhaftes, denke ich, Endless-Projekt von uns, Connection Failed, das ist ja super geil. Das ist ja Subi. Und ja, wie gesagt, ich lege euch jedem das Spiel wirklich an, zu Herzen, denn Killing Floor. Es ist echt, echt gut und quasi, also gerade so, wenn man nur mal was für zwischendurch spielen möchte, dann passt das hier auch ganz gut. Der einzige Manko bei dem Game ist halt wirklich die eigene Server-Erstellung. Ich glaube, da kann euch Matizel ein Lied drüber singen, aber ob er es möchte, weiß ich nicht. Ich würde euch sagen, Google ist der Freund, aber da ist auch Google nicht euer Freund mehr. Also da ist alles vorbei bei dem. Kein Mensch weiß, wie das geht. Oh ja. Ich hab's hingekriegt. Yeah! Alles klar, gut. Dann danken wir euch bestimmt fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play-Projekt. Also Let's Play Endless-Projekt. Ach, halt's mal die kleinen dämlichen Penner. Alles klar, tschüss.